So Leute, willkommen zum weiteren Skillwith-Mock-Update. Letzten Folge hat ja gesagt, dass wir uns mit den Figuren und der Dekoration beschäftigen. Das ist nicht der Fall. Und zwar sind heute die Steine für den Bunker schon angekommen. Ich habe den Bunker auch schon im Bricklink Studio ein bisschen designt und geschaut, wie ich den bauen möchte. Und ja, wie gesagt, der Bunker wird hier ungefähr sein. Es wird, wie, weil ich keine Szene aus dem Film nachbaue, natürlich kein Bunker sein, was das Innere angeht. Den wir aus dem Film kennen, von innen wird er ein bisschen anders sein, von außen habe ich versucht, den relativ ähnlich zum Film zu bauen. Ich baue den jetzt und melde mich, falls es irgendwie Probleme gibt oder sobald ich fertig bin. So, ich habe jetzt den Bunker auch so weit gebaut, wie ich mit den Steinen gekommen bin. Ihr seht, hier fehlen noch ein paar Steine, da kommen einfach einmal zwei Teils drauf. Hier seht ihr, sind auch ein paar beige Steine, die dann halt den Sand darstellen sollen. Das wird dann hier auch so sein. Ja, eigentlich bin ich fast fertig dann. Hier fehlen auch noch drei Steine. Die hatte ich nicht mehr da. Und ja, ich bin grundsätzlich sehr zufrieden. So, wir schauen mal hier durch. Hier seht ihr, sind die Türen. Ja. Da rennen gerade ein paar Sturmtruppen rum. Ich drehe das jetzt einmal um. Achso, hier seht ihr, diese Bunker haben hier sehr viele Slopes. Also hier ist das geschrägt, dann ist das hier nach oben gehen und an den Seiten noch geschrägt. Das finde ich ist halbwegs gut geworden. Ja, so sieht das von innen aus. Sehr simpel. Hier seht ihr einfach, ist einfach so ein Kontrollteil mit ein paar Paneelen. Und hier ist noch eine Kiste. Ich die hier raus. So. Ihr seht es auch einfach noch eine sehr simple Kiste in der Ecke. So. Ja. So. Hier rennen dann wie gesagt drei Sturmtruppen rum mit der hat einen Pauldron in weißes. Ich weiß jetzt nicht welchen Rang der dann hat. Ja, hier seht ihr an der Seite noch diese sehr dicken Stützpfeiler, diese schrägen. Habe ich auch mit drei verschiedenen Slopes gearbeitet. Hier haben wir so ein paar rote Lampen. Tja, das hier ist halt einfach. Ich kann es mal rausholen. So. Natürlich kommen jetzt Steine mit ab, die nicht mit abkommen sollen. Ihr seht, es hält an diesen Steinen hier. Und hier habe ich einfach so Slopes dran gemacht, damit ich das Ganze auch hier dran bekomme an diese Winkelteile. Ich versuche so, jetzt dran. Hier seht ihr die beiden und dann sind hier nochmal schrägen, damit das dann halbwegs gut ausschaut. So, jetzt versuche ich das mal einhändig hier drauf zu machen. Ja, das funktioniert nicht ganz. Ja, so. Hier seht ihr, ist noch eine Lücke, da werde ich vielleicht noch irgendwie einmal einen Teil hinmachen und das gleiche mit da mit einer Plate hier. Und ja, grundsätzlich bin ich aber relativ zufrieden und das soll es auch mit diesem Update gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen, habt einen schönen Tag, haut rein.